Oggi i calciatori sono accompagnati in campo dai ragazzi della squadra di una scuola locale. Fategli un applauso. Herzlich willkommen zum Tag der Entscheidung. Eines der Teams, die hier auflaufen, will unbedingt in die Oberklasse vorstoßen. Es ist ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich erst auf der Zielgeraden entscheidet. Für sie zählt heute nur ein Sieg. Alles andere bringt sie nicht weiter. Das Team muss also all in gehen. Das San Siro trägt heute blau-schwarz. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Idealerweise geht man heute einer Niederlage lieber aus dem Weg. Kim Min-jae spielt den Feuerwehrmann. Das ist Benzema. Raus auf die linke Bahn. Er hat in der Trickkiste geschlafen. Die Gefahr ist fürs Erste vorbei. Eckball. Dort die überraschende Konterchance. Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Er drischt ihn einfach mal nach vorn. Den Ball abgeluchst. Lionel Messi mit der Messi. Na, da war der Torwart schon geschlagen. Und beinahe hätten sie dafür die Quittung bekommen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat's ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Da kommt die Hereingabe. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Pirlo. Ganz simpel, einfach nach vorne. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Gut gelesen, die Aktion. Ja, er hat eine Riesenmöglichkeit. Gülitz, gefährlich. Adrian. Die große Chance. Überragende Aktion. Also da müssen die sich was einfallen lassen, wenn die den heute überwinden wollen. Situation verteidigt und jetzt die Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. De Bruyne. Die Chance zum Abschluss. Er Benzema. Tor für Panathinaikos. Panathinaikos geht mit 1:0 in Führung. Sie haben die Situation sofort erkannt, haben nach diesem schlampigen Pass den Ball erobert, sind schulmäßig in die Gegenbewegung gekommen und haben ein wirklich schönes Tor gemacht. Neuer Spielstand 1:0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation. Da ist die Möglichkeit. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff, nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Alleine in Richtung Tor.
Und die Kontergelegenheit. Mit Tempo nach vorne. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Auf die Seite verlagert. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Die Idee war gut, nur der Ball ist am Ende nicht angekommen. Das Motto heißt ganz klar, ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. Adriano ist das. Mbappé, ab auf die linke Seite. Ein schwacher Pass. Lieber zurück zum Goalie. Langer Abschlag vom Keeper. Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Und ab geht die Post. Messi. Lionel. Gut hochgegangen. Exzellent, wie der Keeper da reagiert hat. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Klasse durchgesteckt. Ja, richtig starker Laufweg. Und die Flanke kommt von Joao Cancelo. Über die Passqualität müssen wir sprechen. Überhaupt keine Frage. So geht's nicht. Law. Das Spiel kann nicht mehr lange dauern. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Er zieht ab und er macht ihn. Was ein Comeback. Das wird jetzt eine richtig spannende Partie. So eine Einladung, die kannst du nicht ablehnen. Ich kann mir vorstellen, der Trainer wird... Der Unparteiische, bitte zur Pause. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. Gut, soweit zur ersten Hälfte dieser Partie. Wir haben zwei Tore gesehen und es hätten viel, viel mehr sein können. Was für ein Offensivfeuerwerk von beiden Seiten. Bitte weiter so. Ein Tor auf jeder Seite. Es steht immer noch unentschieden. Hälfte 2 läuft schon. So wie ich das überblicken kann, kommen beide Teams personell unverändert aus der Pause. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Es geht über links. Wieder zurück in die Mitte. Ein hochinteressanter Ball. Mané hat die Kugel und er hat Platz. Absolut kein Vorbeikommen. Messi, da ist die Chance. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Lionel Messi mit der Flanke. Irving. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Ist da in einer guten Position. Sehr aufmerksam. Jetzt aber. Spielverlagerung auf die linke Seite. Panathinaikos hat hier großes Glück gehabt. Da müssen sie aufpassen. Also für das Tackling, da gibt es das Lob vom Trainer für das, was vorher passiert ist. Dieser Ballverlust, da gibt es mit Sicherheit kein Lob. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Kopf... Er setzt zum Kopfball an. Ganz knapp am Tor vorbei. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein.
Ein schwacher Pass. Sehr gute Position. Okay, das sieht sucht er. Tor für Inter Mailand. Unglaublich, da haben sie sich selbst wieder rausgebuddelt und haben jetzt sogar die Oberhand. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen, der Rest ist Formsache. Sostituzione per l'Inter. Numero 13. Beide Teams wechseln. Tja, also bei einem solchen Spielstand, da kann ein Wechsel natürlich immer sinnvoll sein. Jetzt sind sie vorne. Normalerweise gibt er eine Führung. Und er zieht ab. Er bekommt ihn, lässt das nicht entgehen. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Neuer. Er ist mit einem starken Reflex, doch letztendlich ist er machtlos. Er macht den Fehler, der Gegner schaltet nicht ab und der Ball ist im Tor. Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. So geht Joker. Kaum ist er drin, schon ist er zur Stelle und macht das Ding. Mittlerweile reden wir hier von einer Zwei-Tore-Führung. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht alles und die andere stellt sich selbst und alles in Frage und steht neben sich. Und das muss man ausnutzen. Die Chance. Oh ja, einer zum Aufwachen. Ihre zweite Ecke am heutigen Tag. Auf der anderen Seite steht erst eine Ecke auf dem Konto. Hauptsache weg mit dem Ding. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Der Reingabe in den 16er. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Joao Cancelo. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Ab dafür. Haaland! Da wird er sich über sich selbst ärgern. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Gutes Auge, guter Pass. Mohamed Salah. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Gewaltiger. Und sie setzen noch eins drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Den hat er quasi serviert bekommen, den lässt er sich nicht entgehen. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Inzwischen ist es eine 3-Tore-Führung. Law. Und der Konter läuft. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Die Kugel kommt ganz gefährlich vors Tor. Er hält drauf. Sie bekommen ihre zweite Ecke. Panathinaikos. Zum Vergleich bei zwei Ecken.
wie er sich hochschraubt. Da kommt der Flachpass. Und nochmal drauf. Ein schwacher Pass. Pirlo. Das hat er sehr gut gelöst. Die Flanke geht zur langen Ecke. Raus auf die linke Bahn. Bernardo Silva. Sehr guter Ball, Forstor. Einfach mal entsorgen. Makelele sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Adriano ist das. Gut gesehen, guter Laufweg. Er spielt den Ball knapp über. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Und er zaubert den Dreierpack aus dem Hut. Was für eine Granate, wie er den reinballert. Und dann legt er sich flach in die Luft. Man spürt, ich will diesen Ball unbedingt bekommen. Er schafft und er macht ihn rein. Und damit halten wir den Hack. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Da ist der Sieg, den sie gebraucht haben. Im Vereinsheim können sie schon mal die Kaltgetränke rausholen für die Aufstiegsparty.